Der 26.04.2022 ist ein wichtiger Tag. Am kommenden Freitag, dem 11.03., startet das Filmfestival. Und wann startet das Barcamp? Das sind die News der Woche Nr. 10. Am kommenden Freitag wird in Nürnberg in der Tafelhalle des 26. Filmfestival Türkei-Deutschland eröffnet von Markus König und viele weitere Gäste. Die anwesend sind. In einer Woche werden 32 Filme gezeigt, die in Türkei oder in Deutschland gedreht wurden. Wenn ihr die Filme sehen wollt, die gedreht wurden, dann holt euch ein Ticket, Link in der Videobeschreibung. Es ist noch nicht vorbei. Am 26.04.2022 wird von der Europäischen Gerichtshof ein Urteil zu dem Urheberrecht vom Artikel 17 entschieden. 2019 wurde vom Europäischen Parlament und Rat des Gesetzes verabschiedet. Des Medienplattform von Uploadfilter einschalten sollen, um das Urheberrecht zu verbessern. Das Problem ist, dass dieses System zu Fehler anfällig sein kann und falsche Inhalte blockiert werden könnten. Ich könnte Tage dauern, bis das Video wieder online sein könnte. Dadurch könnten Einnahmen und Zielgruppen verschwinden. Polen hat geklagt. Im April erwarten wir ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Das Jugendfilmfestival hat an drei Termine Workshop im Bereich Filmmontage 30.04.2022, Idee zum fertigen Film 2.04.2022 und was darf ich so rechtlich? Am 26.03.2022. An den drei Tagen finden es statt. Jeweils um 18.30 Uhr geht es los. Alles wird online auf der Plattform Zoom gezeigt. Die Teilnahme ist für alle kostenlos bis 26 Jahre. Anmeldung könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt noch zu einer Veranstaltung. Und am 2. Juli ist der geliebte Creator Barcamp wieder da von Medienzentrum Parabol. Diesmal findet er zu dem Game Festival Tade statt, die vom 25.06. bis zum 3.07.2022. Die Kategorie wird diesmal des Gaming sein. Du bist ein Creator, der auf YouTube, Twitch oder anderer Plattform oder Künstler bist, aktiv bist, dann melde dich an. Link habe ich euch in die Videobeschreibung reingetan. Ja, das waren auch schon wieder die News der Woche 10.
wir sehen uns einfach nächste Woche zu neue spannende Themen. Bis dahin, bleibt gesund, macht gut, schönen Tag, tschüss.